Freunde, herzlich willkommen auf meinem Kanal zum Wandern, kleine Lost Place, Natur über Stock und Stein. Ja, Freunde, herzlich willkommen. Ja, ich befinde mich heute hier in Mohrenhofen. Das liegt im Zwistal. Ja, ich möchte mit euch heute hier kleine Sehenswürdigkeiten bewandern. Ich fange jetzt auch an, hier ein bisschen die Zwistbach-Tour zu machen, Zwistal-Tour. Ich habe ja jetzt die Rheinbach-Tour, wie gesagt, erstmal hinter mir gelassen. Ja, ich möchte mit euch heute hier drei Sachen bewandern oder vier Sachen sogar. Von Mohrenhofen aus. Wir wandern erst um ein Denkmal hin. Das soll ein Erschossener gewesen sein. Hier in Mohrenhofen, der hier im Krieg erschossen worden sein soll. Ja, das werde ich euch als erstes zeigen. Dann gehen wir zur Römerbrücke, Römerstraße. Die werde ich euch zeigen. Da war ich auch damals mal ganz kurz, habe ich schon ein bisschen gezeigt. Ja, von dort aus gehen wir dann wieder Richtung Zwistbach. Wir sind jetzt erstmal ein bisschen über das Ländliche laufen bis zur Römerbrücke. Ein bisschen am Wald vorbei und so. Ja, und dann kommen wir, wie gesagt, über den Zwistbach in der Zwistniederung und kommen dann wieder auf Mohrenhofen zu. Das ist ein kleiner Rundweg, wie gesagt, von knapp 7 Kilometern. Ja, wenn ihr darauf Lust habt, kommt gerne mit. Würde mich sehr freuen. Dann würde ich mal sagen, viel Spaß bei meinem Video und auf geht's. Viel Spaß, Leute. Ja, da vorne, wo die Bäumchen sind, da geht es auch schon Zwistbach. Den Weg werden wir auch dann wieder nachher zurückkommen. Wie gesagt, heute geht es erstmal ein bisschen übers Ländliche, heute Morgen. Und dann werden wir, wie gesagt, zum Zwistbach gehen. Hier müssen wir ein bisschen ausweichen, es ist ein bisschen matschig, gestern hat noch gut geregnet. Aber trotzdem gehen die Wege wieder hier. Ja, Freunde, da hinten geht's. Da kommen wir gleich wieder zurück. Da, wo die Baumreihe ist, da geht der Zwistbach vorbei. Ja, und den kommen wir auch nachher wieder zurück. Wir gehen erstmal hier vorbei. Erstmal auf dem Feldweg.
So, Freunde, wir sind jetzt hier vom Mohrenhofen entfernt, 20 Minuten. Und ja, ich hoffe, dass ich den Namen richtig ausspreche, Mohrenhofen. Ja, und jetzt sind wir auf den Hauptweg drauf, wo ich auch drauf wollte. Diesen kleinen Feldweg, den habe ich mit eingebaut in meiner Wanderung. Ich wollte ein bisschen ländliche zeigen von der Gegend hier vom Mohrenhofen aus. Wie gesagt, wir sind jetzt auf dem Hauptwanderweg. Nach vorne kommen wir auch gleich zurück, da geht auch der Swiftbach vorbei. Aber vorher gehen wir jetzt noch, wie gesagt, weiter zum Denkmal. Da wird ungefähr noch eine Viertelstunde entfernt sein. Dann gehen wir zur Römerbrücke, dann gehen wir zu der Niederung zurück. Hier vorne kommen wir dann wieder vorbei auf den Hauptweg, an den Swiftbach vorbei. Ich habe auch meine Kamera am Start heute, meine andere Unterwasserkamera. Wenn wir irgendwie drankommen sollten, werde ich mal die Kamera reinhalten. Ansonsten ist das heute wieder ein sehenswürdiger Naturfilm, sag ich mal so. Ja, ich hoffe, bis jetzt hat es euch gefallen, hier meine Ecke, meine kleine Wanderung. Dann würde ich mal sagen, gehen wir zum Denkmal weiter und gucken, was noch so kommt. Und noch viel Spaß, Leute. So, Freunde, wir sind jetzt hier auf dem Mittelpunkt von Klein Bällchen. Hier ist noch ein Rand. Hier sind wir gerade hergekommen. So, wir kommen jetzt ein Stückchen in Bällchen rein. Hier sind noch einige Wanderwege. Eine Bank mit Tisch und ein Notfallspunkt hier vorne. Ja. Aber wieder überall kleine Wanderwege, die hier rumführen. Da hinten geht gleich der Weg an den Pappeln vorbei, wo wir gleich auch wieder zurückgehen. Am Swissbach. Wie gesagt, erstmal das Denkmal, Römerbrücke und dann schauen wir mal weiter, was von da aus noch kommt. Ja, Freunde, das war die Swiss-Niederung. Da vorne kommt auch schon das Denkmal. Das ist unsere erste Station heute. Und wie hieß er? Anton Jakonswitzki. Hört sich polnisch an. Zwangsarbeiter aus Polen, ja, Tatsache. Ich hoffe, dass der Name richtig ausgesprochen ist, ansonsten müsste ich mich entschuldigen, weil ich den Namen nicht richtig ausgesprochen habe. Ein Zwangsarbeiter aus Polen. Von der Gestapo am 9. August 1941 im Alter von nur 32 Jahren, Leute. Er hängt. Ihm wurde zu Unrecht vorgeworfen, einer deutschen Frau zu nahe gekommen zu sein. Und dafür eine umbringen. Also, ja gut, das war damals 41.
War eine Kriegszeit, BW2. Naja, war damals eine schreckliche Zeit. Hoffen, dass sie nicht mehr wiederkommt. Sie sehen aber jäckisch aus. Ja, und wie gesagt, da oben sind auch Schafe. Ein Jungböckchen dabei, Jungziege auch. Schön. Hören wir mal an, noch schon Ziegen. Ja, schon die Hörner. Mal gucken, vielleicht ist eine neugierig. Komm mal hier hin. Das sind die lebendigen Rasenmäher. So, wir sind jetzt ungefähr 20 Minuten vom Denkmal wieder weg. Auch von der Swiss-Niederung, die war ja direkt auch in der Nähe. Das war die erste Station. Auch die Ziegen waren schön. Dann bin ich hier wieder ein bisschen durch den Ländlichen gekommen, habe ich noch ein paar Bilder gezeigt. Ja, und hier vorne müssen wir jetzt über die Straße und dann sind wir auch schon an der Brücke, an der alten römischen Brücke. Die werde ich euch jetzt auch zeigen, wenn nicht viel los ist. Ein bisschen Video, ein bisschen Bilder. Ja, von da aus gehen wir dann Richtung Swissbach weiter, Richtung Mohrenhofen wieder. Aber wie gesagt, jetzt wandern wir noch zur Brücke, zur alten Heerstraße. Ist zwar ein bisschen lauter, ich werde wahrscheinlich aber auch auf lautlos machen, meinen Film dann. Oder noch Fotos zeigen. Muss ich mal gucken, wie das da oben ist. Ja, und dann zeige ich euch auch diese Stelle. Das ist unsere zweite Station dann auf meiner Strecke heute. Und wie gesagt, dann gehen wir den Swissbach wieder um. Dann zeige ich dann auch ein bisschen. So Freunde, meine Hauptwege stemme ich mal kurz hier an der Seite, hier bin ich auf dem Hauptverkehrsweg. Leider musste ich Umwege jetzt gehen, mein Hauptweg ist leider gesperrt, den ich eigentlich gehen wollte, der wäre hier oben, direkt dahinter mir, wo ich zeige, ungefähr da, da wäre das, da war die Brücke und ich musste dann Umweg gehen am Heidenhof vorbei und hier über eine Landstraße.
hinten von der Brücke aus musste man auch leider ein Stück über eine Landstraße gehen, weil die anderen Wege ja zu waren. Den Hauptweg, den ich eigentlich gehen wollte, den ich rausgesucht habe. Ist leider nichts beschildert, sowas. Ja, ist ja das erste Mal, wo ich auch hier durchgehe. Wie gesagt, der Heidenhof kommt ihr dann rum. Aber hinten am Kreuz aufpassen, wenn ihr da lang gehen solltet, würde ich nicht empfehlen. Ich bin jetzt da weiter gegangen, weil da ist viel Verkehr da oben. LKWs und alles kommt an einem vorbei geschossen. Das muss nicht sein. Weil nämlich der Weg sollte eigentlich hier an der Kläranlage rauskommen. Dann kommen wir jetzt hier über die Brücke und gehen dann links rein. Da wäre mal ein Rundweg gewesen. Gut, und wenn hier vorne, sind wir dann wieder auf dem Rundweg drauf. Also wir wären hier vorne rausgekommen aus dem Weg. Schade. Das wäre ein schöner Rundweg gewesen. Na gut, ist jetzt auch ein Rundweg raus geworden, aber gefährlich. Wie gesagt, über Landstraßen bin ich jetzt gegangen. Ja, muss jeder selber wissen. Man kann auch hinten wieder an die Brücke zurückgehen ein Stück und geht dann hinten wieder drauf. Da bin ich aber jetzt nicht gegangen. Ich war jetzt einmal da oben. Ich wollte jetzt nicht schon wieder mal anfangen. Oder doppelt gehen. Ja, wie gesagt, ich zeige euch jetzt nochmal, wo wir ungefähr stehen. Dann gehen wir hier über die Brücke und dann gehe ich den normalen Wanderweg wieder rein. Ihr seht ja, hier gehen wir jetzt rüber und da vorne den Weg wieder rein. Da geht der Wanderweg wieder. Hier wären wir rausgekommen. Unten ist die Kläranlage. Wenn wir hin noch schön durch das Wäldchen kommen. Oder hinten, wo der Busch ist, dieser große Baum, da ungefähr war dann die Brücke. Da bin ich ein Stück hinten an der Straße vorbei und da war hier vorne dann, ihr könnt auch erkennen, den Feldweg rein und bin hier am Heidenhof vorbeigekommen. Ja, und dann das Stück hier wieder runter, bis hier vorne, die Landstraße. Ja, kann man ja leider nicht voraussehen. Aber trotzdem ländliche, wunderbar hier oben. Ja, da wollte ich auch noch gezeigt haben. Jetzt gehen wir hier vorne über die Brücke in unseren Weg wieder rein. Unseren Weg, den ich auch wandern wollte. Schade drum. Aber wir sind ja für Natur genießen. Ja, ist aber auch eine schöne Ecke hier. Ja, herrlich. So, hier vorne gehen wir wieder rein. Da oben kommt noch Mohrenhofen wieder raus. Da müssen wir wieder hin. Und wir wandern jetzt hier weiter runter. Auf den richtigen Weg wieder. Haben wir eigentlich gefunden. Leider mit Umwegen, die ich nicht rausfinden konnte. Ja, aber wir sind angekommen auf dem richtigen Weg wieder. Da vorne ist auch wieder Mohrenhofen. Und wir gehen jetzt hier vorne den Weg runter. Wir trainieren den Weg diesmal. Schauen wir uns auch nochmal an. Aber leider kann ich nur diese Kamera reinhalten. Schade. Schauen wir uns doch mal die Beschilderung da an. Ja, ich kann mal noch eine Karte sehen. Ich befinde mich jetzt hier auf der Station 86. Der Knotenpunkt 86. Ach ja, hier sind wir auf der Radregion Rheinland. Ja.
Schön. Ja, wenn man jetzt Richtung Heimatsheim geht, da hinten sind wir eben reingegangen. Richtung Brücke, Denkmal. Und dann hätte man auch wieder zurückgemusst, hinten am Knotenpunkt. Wieder zurückgemusst nach hier vorne in den Weg, wenn wir dann rausgekommen. Gut, ich bin jetzt einmal, ich wollte keinen Rundweg jetzt gehen, dann dachte ich, komm, gehen wir da rum. Und dann war hinten alles gesperrt. Nicht zugänglich alles. Ja, wie gesagt, einen Umweg genommen. Und hier sind wir jetzt hergekommen, den richtigen Hauptweg wieder. Und wir gehen jetzt hier rein. Weiter. So, dann wollen wir weiter. So, mal was trinken. Päuschen machen. Okay. Geile Gegend hier oben. Von der Gegend hier vorne mal. Das ist ein schöner Ausblick hier. Herrlich. Ja, hier ist schon ein bisschen mehr los. Weg. Ich hatte hinten meine ganze Zeit meine Ruhe, auch im Wald hinten drin, am Denkmal. Und da. So, jetzt zeige ich euch schon ein bisschen von der Gegend hier. Diesen Blick hat man dann, wenn man hier auf der Bank sitzt, Richtung Eifel. Das ist sogar Richtung Rheinbach, so wie das aussieht. Rheinbacher Wald. Da, wo ich euch die Filme gezeigt habe. Ja, und den Weg sind wir runtergekommen. Über die Brücke. Da hinten sind wir eben gewandert. An den Bäumen vorbei hier vorne. Ja, und da hinten an der Bank sage ich euch gleich noch Wiedersehen, die da hinten rauskommt. So, dann werden wir mal weitergehen. Schön an der Ach mal vorbei. Freunde, hier sind noch ein paar Enten. Triambach. Weibchen und Männchen. Schön.
So, Freunde, ich bin jetzt wieder hier im Mohrenhofen angekommen. Hier vorne sage ich euch jetzt auch auf Wiedersehen. Also wunderbare Gegend auf jeden Fall hier oben. Richtig schön. Geil. Haben wir richtig Spaß gemacht, die Runde. Bis auf jetzt die eine Sache, wo wir uns leider nicht den Hauptweg weitergehen konnten, den ich rausgesucht hatte, weil der dicht war und zu war. Und dann einen kleinen Umweg über die Landstraße gehen mussten, was ein bisschen gefährlich war. Aber wir sind ja nachher wieder hinten drauf gekommen. Auf dem Hauptweg. So, zeige ich euch noch mal kurz die Landschaft hier oben und dann verabschiede ich euch. Ja, habe ich eben recht gehabt. Da hinten kommt die Tombusch raus. Wenn man sie sehen kann, ist der Rheinbacher Wald da oben. Das war schon letztes Video noch. Ja, und hier geht es Bad Münzeifel, Euskirchen, Richtung Heimatsheim, weil ihr es wisst. Ja, und jetzt gehen wir hier wieder rein. So, Freunde, ich bin wieder am Mohrenhofen angekommen. Ja, wir haben einiges wieder entdecken können. Ich habe euch einiges zeigen können hier auf der Strecke. Viel Natur. Dann haben wir die Swift-Niederung gefunden. Konnte ich auch ein paar Bilder zeigen von. Und dann haben wir das Denkmal gefunden. Von dem polnischen Mann, der erschossen worden ist im Zweiten Weltkrieg. Ja, und dann sind wir weiter zum Römerbrücke gegangen. Die konnte ich euch zeigen. Aber nur ein bisschen auch mit Bildern habe ich euch zeigen können. Ein bisschen Film. Weil da aber viel los war. Dann hätte ich viel pixeln müssen. Ja, dann wollte ich eigentlich gegenüber dann auf dem Feldweg kommen. Der war weg, der war dicht. Musste dann leider auf der gefährlichen Hauptstraße ausweichen. Bin da ein bisschen vorbeigegangen. Habe ich auch nicht gezeigt, die Bilder davon. Ja, und dann sind wir dann unten wieder auf eine kleine Querhauptstraße gekommen. Ja, und dann habe ich hier vorne auch wieder ansetzen können, da hinten. Dann waren wir wieder auf dem richtigen Wanderweg. Ja, ist heute noch ein bisschen länger geworden, mein Video. Ja, ich hoffe, euch hat es gefallen. Mein kleines Video. Trotzdem die kleine Runde hier oben am Zwiefach vorbei. Dann bleibt mir nur noch sagen, danke fürs Zuschauen, euer Wandern, kleines Lost Place, Natur über Stock und Stein. Euer Go Experience. Ciao Leute, bis zum nächsten Mal.